Hallo, ich grüße dich. Ich grüße dich in diesem Neubeginn. Ja, der Monat Oktober, ich spüre das und auch speziell der 16., 17., wenn dann da dieser besondere Mond, Neumond kommt, dass der Neubeginn jetzt ist. Der Monat Oktober bringt uns so viel Neues, so mehr an Lebensfreude, an andere Sichtweisen, an auch im gewissen Sinne Herausforderungen, aber nur weil, zumindest so ist es bei mir, Herausforderungen insofern, weil ich mehr sehe, geistig. Früher ist es so gewesen, dass mir die geistige Welt gezeigt hat, was ich sehen soll. Bilder, die für jemand anderen wichtig waren, im Körper konnte ich reinschauen und schauen, wo liegt da das Handicap, zeigt es mir, entweder hat es mir die geistige Welt gezeigt oder der Körper. In Meditationen wurden mir Bilder gezeigt und so weiter. Jetzt ist das anders. Jetzt sage ich, was ich sehen will und wohin ich möchte und ob das im Universum ist, auf der Erde ist, in einer Wohnung ist, in einem Körper ist. Ich darf jetzt sagen, ich will das sehen. Und sie zeigen es mir. Und das freut mich so und darum auch eine Herausforderung, weil ich neue Dinge sehe. Jetzt muss ich erst lernen, was sehe ich denn da? Wie gehe ich mit dem Gesehenen um? Wenn ich etwas Neues sehe, gehe ich immer absolut neutral mit dem um. Ich habe da keine Gefühle oder Gedanken und schon gar keine Emotionen. Und trotzdem, wenn ich dann da wieder rauskomme, sobald ich meine Augen aufmache, verarbeite ich es und versuche zu verstehen. Vieles verstehe ich auch gleich von Anfang an, weil ich es vielleicht schon kenne und mit etwas anderem verknüpfen kann. Keine Sorge, ich schaue jetzt nicht bei dir ins Wohnzimmer rein oder abends ins Schlafzimmer oder sonstiges. Nein, nein, das tue ich nicht, das kann ich nicht. Und Geheimnisse werden immer bewahrt. Wenn ein Mensch ein Geheimnis hat, wird das immer bewahrt. Sei dir dessen bewusst. Also wenn du mal zu einem Medium gehst oder Berater gehst und du sagst, das ist mein Geheimnis, dann bleibt es auch bei dir, denn viele trauen sich nicht zu Beratern zu gehen, weil sie glauben, dann deckt man Geheimnisse auf. Das eine oder andere wird schon aufgedeckt, aber dann ist es in Wirklichkeit kein Geheimnis, weil dann möchtest du, dass man dir hilft, dann möchtest du, dass das gesehen und auch angesprochen wird. Und dieses neue Sehen, das ist schon mega interessant. Und sobald ich dann meine Augen aufmache, spüre ich, wie diese Energie, die von mir da war, sofort in meinen Körper zurückkehrt. Vielleicht kennst du das auch und weißt es jetzt einzuordnen, was du damit, was da immer war oder wie du damit gut umgehen kannst. Und unter anderem hilft mir da auch sehr diese Handhaltung, die beim letzten Channeling gekommen ist. Diese Handhaltung oder Fingerhaltung ist kein Schutz, sondern es bringt vieles zum Fließen. Und sobald ich das mache, passiert genau das. Der Körper entspannt sofort. Meine Seele lässt sofort sämtliches los. Und wie du siehst, ich brauche nur an diese Hand- oder Fingerhaltung denken und schon entspannt alles in mir. Und diese Fingerhaltung geht folgendermaßen. Jetzt muss ich gerade selber studieren. Ich zeige es dir mit dieser Hand am besten. Du legst den Zeigefinger hier auf dieses Polster, die drei Finger berühren sich. Der kleine Finger darf gespreizt sein. Siehst du? Das sieht dann so aus. Früher hatte ich mal eine Handhaltung gezeigt, die ging so.
Diese Hand- oder Fingerhaltung hat mit Heilung zu tun. Für andere, für dich selbst. Dieses Runde und diese Finger sind gekrümmt. Die neue Handhaltung bezieht sich ganz auf mich. Die Finger sind gestreckt. 3. Verbindung zu sämtlichem Körper, Geist und Seele. Es gibt immer die Dreifaltigkeit. Oben, Mitte, unten und so weiter. Und der kleine Finger ist die Antenne. Und wenn du das mal bei der Arbeit machst, dann kommst du sofort wieder zu dir zurück. Es wird sämtliches in Fluss gebracht, wenn dein Unwohlsein da ist oder eine Angst einem Menschen gegenüber. Mach das und es beruhigt dich. Oder du denkst nur daran und du siehst, was bei mir passiert ist, sofort entspannt das ganze System. Das finde ich mega interessant. Und auch die Verbindung zur Seele wird durch dieses gestärkt. Da habe ich dann ja noch am 17.10., ja genau, dieses spezielle Datum, dieses Webinar. Der 16. ist ja dieser wunderbare Neumond. Also da werden wir geflutet mit, ich sag mal, Liebesenergie oder Neubeginn. Oder nutz diesen Tag wie ein Geburtstag für dich. Feiere dich, lass es dir gut gehen, mach eine Meditation oder weiß der Gucker was. Aber lass es dir gut gehen. So viel zu dieser sehr wichtigen Handhaltung und jetzt kommt das Channeling. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Komai kamekei kontilai teta aremere nekisei loimas vaitem. Ich begrüße dich und heiße dich herzlich willkommen zu einer Begegnung, Berührung, die dir, deinem Herz, deiner Seele gut tut und vor allem auch deinem Schmetterling im Hals, deiner Schilddrüse, dieser wunderbare Zeiger. Aktiviere ihn, indem du an ihn denkst. Lass ihn sprechen und strahlen mit dir. Spürst du, was geschieht? Allein wenn du an deinen Hals denkst, an den Schmetterling denkst, spürst du die Schilddrüse, spürst du diesen Schmetterling, spürst du den Bereich des Halses, der sich freut, dass du ihm die Aufmerksamkeit schenkst. Ihr Menschen könnt durch euer Halschakra, nicht nur dieses, speziell die Schilddrüse, ich spreche jetzt an, weil sie körperlich aktiver ist im Augenblick als sämtliches, in dein Unterbewusstsein vorkommen. Das Unterbewusstsein war früher einst zu gedeckelt von dir selbst, wolltest nicht da hineinschauen, weil es da Unangenehmes zu entdecken gibt. Doch du hast vergessen, dass es hier auch Positives zu entdecken gibt, das deine Seele beiseite gelegt hat, bis dass du bereit bist, es annehmen, es verstehen, es erweitern, was da an Überraschungen noch drin sind. Je mehr du mit deiner Schilddrüse kommunizierst, je mehr du sie aktivierst, umso tiefer kommst du in dein Unterbewusstsein, umso mehr kannst du schauen, was da noch da ist, was von dir entdeckt werden mag. Und du weißt auch, was du kannst. Du traust dich nur noch nicht, es leben. Und die Schilddrüse wie auch das Unterbewusstsein können dieses in deinem Körper aktivieren, dass du mehr Mut dazu hast, es durchzuführen, aber auch es zu leben und es zu erkennen. Denn deine medialen Fähigkeiten hast du bei weitem noch nicht ausgelebt oder erlebt, was da noch möglich ist. Es steckt viel Positives noch in deinem Unterbewusstsein, das du hervorholen kannst. Und die Schilddrüse, dieser Schmetterling, diese Entpuppung kann dich in diesem Bereich unterstützen. Geh mal einkaufen mit deiner Schilddrüse. Wenn du in den Supermarkt hineingehst, frag die Schilddrüse, was deinem Körper gut tut. Und du wirst Interessantes entdecken.
Bei dem einen oder anderen von euch wird sich die Ernährung in den kommenden Tagen enorm umstellen. Nicht nur, weil du es möchtest, sondern weil du es kannst, weil dein Körper es dir zeigt, weil deine Schilddrüse mit dir neu kommunizieren kann, weil du sie aktivierst. Und was gibt es Schöneres als ein Schmetterling, der frei fliegen kann? Wie sieht denn dein Schmetterling aus? Wie viele Farben siehst du da? Kamakei, Kentilei, Aye, Aye. Ich lass dich jetzt spüren und ich lass dich berühren mit diesem wunderbaren Vehikel in deinem Körper, dem in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit außen geschenkt worden ist. Die Schilddrüse kommt immer mehr zum Vorschein, nimmt immer mehr an Wichtigkeit zu, weil es so sein soll. Weil sie viel mehr kann, auch auf energetischer Ebene, als ihr Menschen bereits wisst. Ihr wisst im Grunde noch gar nichts über euren Körper allgemein, aber die Schilddrüse kann euch Verschiedenstes aufzeigen, so auch der eine oder andere Arzt, der jetzt zuhört oder der, der es werden mag, ob spiritueller Arzt oder menschlicher Körperarzt. Die Schilddrüse kann dir sehr vieles erzählen. Die Schilddrüse ist auch das, diese am 16.10. diesen Jahres sehr viel Energie erhält, sehr viel Aktivität erhält. So wenn du dann in diesem Bereich leichte Schmerzen verspürst, hab keine Bedenken, es ist nicht Corona oder Grippe oder Halsschmerz sonstigem, sondern es ist und fühlt sich ganz anders an. Wenn du dennoch das Bedürfnis hast, dich auf Corona testen zu lassen, kannst du dieses sehr gerne tun. Dieses ist auch hilfreich für den einen oder anderen von euch, dass er weiß, dass dieses nicht aktiv ist im Körper. Corona ist ein Heiligtum für gewisse Menschen. Corona ist ein Krankheitstum für gewisse Menschen. Wohin entscheidest du dich? Wie erlebst du dieses? So wie du dich auf dieses konzentrierst, einstellst, so erlebst du dieses. Wenn du dich auf deinen Hals konzentrierst in positiver Form, so erlebst du dieses. Die Handhaltung, die dir vorher Sandra gezeigt hat, bringt auch hier in den kommenden Tagen oder nächsten Wochen oder Monaten, je nachdem, wie du damit arbeiten magst, vieles im Fluss. Wundere dich nicht, wenn du in deinem Beruf mit deinem Chef mehr Probleme bekommst als sonst, denn jetzt kommt etwas ins Fließen. Wenn etwas vorher blockiert ist, wenn du vorher vor etwas Angst hattest und dieses beginnt jetzt zu fließen, da hat es einiges an Nachholbedarf. Da kommt sehr viel Schwung und Fluss, ja vielleicht sogar ein reißender Fluss in die Gänge. Und dann kann es sein, dass du im Augenblick mehr Probleme mit deinem Chef hast, als du hattest. Verstehst du? Es kommt durch diese Handhaltung vieles im Fluss. Es kann auch Schwindel zum Vorschein bringen, es kann leichte Übelkeit zum Vorschein bringen, weil deine Leber besser entgiften kann. Zum Beispiel, das muss nicht sein, kann sein. Du lernst dadurch ebenso immer mehr deinem Körper zu vertrauen. Deine Seele aktiviert dieses, stärkt diesen besonderen Vorgang der Heilung, des Neubeginns, des Entdeckens deines Unterbewusstseins, was es da noch alles Braches liegt und dir zu zeigen vermag. Wir, die geistige Welt, können dich in diesem Prozedere enorm unterstützen, mehr denn je. Und es freut uns, dass du uns dieses erlaubst. Schön, dass es dich gibt. Vajos, so hey, danke, danke dir, danke schön. Ich danke dir auf diesem Wege und wünsche dir alles Liebe. Bis dann. Tschüss.